Hallöchen, Freunde, herzlich willkommen zurück bei ARK PlayStation 4. Und ja, ich bin gerade in meiner Bude drin. Ich hatte eben mächtige Probleme. Ich war ja zwei Tage sozusagen videomäßig abwesend und ich habe hier vorne eine größere Bude gebaut. Zumindestens, ja, ich hatte sie zweimal aufgebaut. Weil ich gerade wieder ins Haus porte. Okay, jetzt aber. Ne? Ich habe das Haus hier vorne zweimal gebaut. Am nächsten Tag war es wieder Schrott. Eben gerade waren wieder ein Haufen Viecher, die da rumgetrampelt sind. Eben gerade habe ich hier vorne noch einen Alpha-Raptor getötet. Da tot. Ich hatte hier noch ein Geschenk bekommen von Andy Me. Habe ich eben gerade noch entdeckt. Der Alpha-Raptor war an die Rand gekommen, hat das Vieh angegriffen. Und dabei habe ich übernommen und dann den Raptor getötet. Ey Leute, das war ein Chaos gerade. Ich mache mal ganz kurz die Helligkeit ein bisschen höher, dass ihr was sehen könnt. Müsst ihr vorstellen, du kommst auf den Server, du hörst nur Tiergeräusche, überall Tiergeräusche. Und da waren hier mindestens 4 Paracer, die einfach hier vorne dran standen. Alter, lauf jetzt nicht auch noch gegen. Seid nicht alle so blöde. Die sind alle hier gegengelaufen, haben hier vorne immer raufgetrampelt und hinten wieder das Glas kaputt gemacht. Ich habe eben gerade nochmal zweimal Glas reingemacht. Und, Alter, wehe. Mach es nicht. Mann, der macht mir immer die Scheiben kaputt. So ein blödes Arschloch, ey. Oh, jetzt geht der wieder aufs Dach drauf. Oh, ich raff das nicht. Was denn nu? Ja, ja, lauf. Jetzt trampelt er mir ins nächste Haus, wollen wir wetten? Oh, jetzt merkt er, womit ich hier gerade zu kämpfen habe. Wir rennen immer die Viecher hier drauf. Ich hatte das vorher ohne Stacheln gemacht, ne? Also erst waren keine Stacheln da. Und dann sind die auf das Gebäude drauf getrampelt permanent. Und keine Ahnung, die haben es dann einfach kaputt gemacht. Die sind ausgerastet und da haben die Scheiben zerwummert. Da war ein so ein Vieh drinnen gewesen. Schade, dass ich es nicht aufgenommen habe. Aber mein PC war in dem Moment nicht an. Und den hochzufahren, dann wäre alles zu spät gewesen. Deswegen habe ich ihn lieber zurück angegriffen. Damit ihr mich versteht, wie ich es meine. Gut, ich habe noch mehr bekommen. Pass mal auf. Also ich habe jetzt da vorne den Scheißer bekommen. Und ich habe hier den Käfer vom Stammtisch bekommen. Käfer, ne? Ich habe jetzt Kackkäfer und ich habe jetzt, Ey, das ist doch nicht dein Ernst, oder? Was machst denn du jetzt hier vor meiner Tür? Alter, Level 150. Ne, 50 war er. Ja, da war doch irgendwas mit 150 eben. Hab mich verguckt. Gut, wir haben Kacke-Käfer, habe ich schon befüllt gehabt. Wir haben Öl drin, wir haben Dünger drin. Das heißt, wir könnten eigentlich in der Theorie was pflanzen. Ich muss bloß gucken, dass ich den Fetti hier vorne... Ja, steht, der hat sogar den richtigen Namen dafür. Dass wir den mal... Und sogar diesmal mit Sattel. Ich habe was mit Sattel bekommen, Freunde. Du bist ja kein Fleischfresser, schade. Sonst hätte ich jetzt einmal das Fleisch rausgeholt, aber ich war vorhin schon Fleischfarm. Ich muss jetzt erstmal wieder ein bisschen runterkommen. Also, dich brauche ich da drinne. Bloß, wie kriege ich dich jetzt eigentlich da rein? Ach komm, leck mich. Du bleibst jetzt hier. Ich stelle dich hier hin, dann hole ich mir meine Kacke halt immer hier ab. Ich brauche bloß Stimberries für den. Und warum sind die Aufnahmen immer nachts? Und warum ist da vorne noch ein Pinker? Also, da vorne der pinke Hoppler. Normalerweise, in der Theorie, müsste das Event schon längst vorbei sein. Also ihr wisst schon, dass das Valentinstags-Event, das Problem ist, es ist immer noch da. Ich habe keine Ahnung. Es hört nicht auf. Es ist für immer Valentinstag auf unserem Server. Man kann es nicht abstellen. Falls jetzt einer schreibt, jetzt stell es doch ab. Das funktioniert nicht. Das ist irgendwie auf allen Servern so, ja, freigegeben und irgendwie kriege ich das nicht weg. Zumindest habe ich keine Einstellung, da steht Event abbrechen oder kein Event. Das steht leider nicht da. Ich weiß nicht, ich habe jetzt ein Jaguar-Pärchen gemacht und habe auch gezüchtet, hat gut funktioniert. Jetzt klingt das Gewitter hier an. Ich bin in der Wüste, Freunde. Ich müsste eigentlich mal warten, bis die Nacht vorbei ist, damit ihr auch ein bisschen mehr sehen könnt, weil jedes Mal, wenn ich anfange, also du fängst wirklich tags an, dann kriegst du voll auf die Fresse. Irgendwann ist es schon wieder abends. Und dann denkst du dir, oh, nee, du kannst jetzt nicht noch 20 Minuten warten, bis jetzt ruckel, 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 bis da wieder weitergeht. So, ich brauch mal ganz viel Kack. Alter, was ist denn mit dir nicht in Ordnung? Aber das Witzige ist, pass mal auf. Ich hab Hunger. Warte mal gerade. Ah, da hat er noch Stimberries drinne. Und ich sammel. Dankeschön. Die habe ich ja vorhin gerade erst übernommen. Pass mal auf.
Das ist das Coolste von allem. Wenn ich jetzt hier... Kack mal bitte. Jetzt steht auf dem Kackhaufen. Gruß an die Me. Auf dem Kackhaufen. Verstehst du? Gut. Wollen wir das mal so machen? Ich brauche dich. Komm mal bitte mit. Wir gehen mal ganz kurz raus mit dem Kackekäfer. Sehr, sehr schöne Farbe. Er sieht merkwürdig aus. Alter, wehe trampelst du jetzt auch noch da rein. Die waren nämlich auch vorhin die ganze Zeit dabei gewesen. Das sind so eine richtige Nervviecher. Du musst da vielleicht irgendwie mal was Höheres außenrum noch bauen. Ist dann aber auch, sieht aber auch wieder kacke aus. Wo wir gerade bei Kacke sind. Warte mal ganz kurz. Wir nehmen mal den Dünger raus. Die verteile ich auf meine Felder. Da können wir wieder was Neues anpflanzen. Den Kackehaufen halten wir mal drinnen. Wir machen das mal so. Kot, Kot, Kot. Man braucht der Stroh? Ich hatte beim letzten Mal Stroh reingepackt. Ich packe ihm auch mal Stroh rein. Sorry, Freunde, ich habe mit dem Vieh echt nicht so viel zu tun. Deswegen weiß ich nicht, ob der Stroh braucht. Ich schreibe es mir bestimmt zehnfach in die Kommentare. So, ne, der war bestimmt einfach nur vom Gewicht her voll. Ich brauche sowieso mal ein bisschen Gewicht. Genau. So, wunderbar. Hat er alles drinne. Jetzt brauche ich eigentlich... Ich brauche ein paar Samen. Ich will das ja hier eigentlich halbwegs ordentlich machen. Ein paar Felder fehlen halt nach vorne. Leider. Wir müssen mal gucken, dass ich das hier vorne irgendwie mal später abreiße. Aua! Alter, da habe ich mich gerade erschrocken. Ich dachte, das wäre das Gewitter. Hunger. Ich hoffe, ich habe noch was in meinem Trog drin. Ein bisschen Leder rausgeholt. Ja, ich farm die Viecher gleich ab. Muss bloß mal ganz kurz schauen. Aber ich glaube, hier ist auch tote Hose, ne? Hier ist auch tote Hose, also muss ich das noch auffüllen. Ich habe doch irgendwann... Guck mal, wir machen das einfach. Wir machen das jetzt mal ganz einfach. Mach mal auf hier die Hütte. Mach mal zu die Hütte. Ich weiß, es ist kacke, dass das gerade dunkel ist. Tut mir leid. Es hat mir noch keiner Leuchtevieh vorbeigebracht. Dass ich irgendwie hier ein bisschen ausleuchten könnte. Komm, wir machen mal... Wir schnappen uns mal ihn hier. Level 100. Was ist denn jetzt mit den Tieren los? Also hohes Level. So, das rohe Fleisch, da kann er gleich ein bisschen was futtern. Danke, Gewitter, dass du mir den Sound auch noch versauen willst heute. Ah, gut. Was machen? Wie machen wir das jetzt am besten? Ich brauche Viecher. Ich muss kleine Tiere jetzt erstmal ein bisschen töten. Oder weil ich greife was Großes an, habe ich ein bisschen mehr Fleisch. Ich gehe mal mit dem ruckelt das so. Warte, wir schnappen uns mal ihn da vorne. Ich weiß nicht, ob der Headshot-Bonus hat. Komm mal her. Alter, der ist ja schon schnell, ne? Wie weit rutscht denn er bitte? Wieso das nicht sehen? Gut. Komm mal her. So. So, 42 rohes Fleisch. Packe ich gleich mal ganz kurz in den Trog mit rein, damit die Viecher jetzt nicht verhungern. Oder ich zumindest nicht. Ich esse sie seit Tagen. Also auf dem Server, nicht in echt. Rohes Fleisch. Ich weiß, mach dir doch ein Feuer, dann kannst du etwa erstmal besser sehen. Zweitens, ne? Ist das Fleisch ein bisschen besser genießbar? Dann mache ich gleich. Mann! Drückt der mich hier weg? Ich komme nicht an. Und das Gewitter macht mich gerade ein bisschen kirre. Warte, warte. Einmal durch. Ey, das ist immer noch so semi-optimal. Funktioniert hier gar nichts. So. Mach mal Dings zu. Du hast bestimmt noch ein klein wenig. Wir machen mal ganz kurz hier ein bisschen Licht drin, ne? Damit wir ein bisschen was sehen können. Ist hier noch was da? Der ist auch leer. So. Feuer entzünden. Hier war doch... War hier nicht auch eine? Da war eine. Wunderbar. Ich frage mich auch, warum die gerade Schaden bekommen haben. Ich muss mir noch Karnosättel machen. Wir warten mal ganz kurz, bis es Tag ist.
So, Freunde, der Tag ist angebrochen und es wird ein wenig heller draußen und die Kanus, ich weiß nicht, die sehen komisch aus. Aber das Känguru da hinten interessiert mich auch eigentlich recht sehr. Ich habe ja jetzt eben schon probiert, einmal drauf zu schießen, aber jetzt lädt er nach. Was ist denn schon wieder euer Problem? Wie blöde seid ihr denn? Ich verstehe es nicht. Was macht der blöde Mantis da hinten? Mantis? Also, ich verstehe die Tiere manchmal in Ark echt nicht. Du? Ja, ich bräuchte eigentlich mal einen Pflanzenfresser. Übrigens, das habt ihr ja nicht... getroffen. Ich habe auch schon mal besser geschossen, ich weiß. Sehr dich still. Alter, Level 150, das Vieh. Nicht schlecht. Pass auf. Ich habe in der Zeit, wo es Tag werden sollte, ich habe mir schon mal ein, zwei Pflänzchen angepflanzt, aber ich will auch später Karotten und sowas alles haben. Also, Hauptsache Gemüse, dass ich Pflanzenfresser auch schneller zähmen kann. Deswegen... bräuchte ich ein Pferd. Ein Pferd kann ich halt gut betäuben. Ich kann, ja, ich weiß, es gibt da schon bessere Dinge. Kann, ja, Karotten fressen. Na, nee, war Spaß. Ich will mal einfach ein Pferd holen. Allein nur zum Farmen für das ganze Gemüsegelumpe überall. Also gucken wir mal ganz kurz, ob wir irgendwo was rankriegen. Erstmal brauche ich Karottis. Karottis kann ich mir in den Highlands besorgen. Und ich glaube, ein Pferd kann ich mir auch in Highlands besorgen. Das Einzige, was wieder das Problem sein wird, wird der Transport sein. Und dieses lila Känguru, ich weiß auch nicht. Wer wohnt denn, wer macht sich denn eigentlich hier oben bitte schön Betten drauf? Warum baut man hier Betten hin? Männer, warum baust du da oben Betten hin? Muss man sowieso mal ein bisschen rumgucken, was hier alles in letzter Zeit geschehen ist. Es werden ja immer mehr Buden, ne? Es wird ja nicht weniger. Gucken wir einfach mal, einfach, wo hier ein Pferdchen rumdonnert. Archie kann ja nicht hochnehmen, ne? Aber ich bin schon wieder so unentschlossen. Ich könnte jetzt sagen, okay, ich besorge mir jetzt ein Pferd und alles drum und dran. Aber am besten wäre es wirklich, wenn ich mal was farme, was ich anpflanzen kann. Dann kann ich mir das Pferd doch eigentlich sparen. Oh, Freunde, das dauert immer eine halbe Ewigkeit, bis du hier bist. Aber ich sehe da hätte schon Kartoffelchen. Ich sehe da schon Karottis. Warte mal ganz kurz. Mal gucken. Nicht, dass die Allosaurus da vorne mir irgendwas wollen. So. Erstmal ein paar Kartoffeln mitnehmen. Was haben wir hier? Nochmal Kartoffelsaat. Genau, das hatte ich gewollt. Kartoffelsaat. So. Jetzt brauchen wir das einfach nur noch für die Möhrchen. Und dann haben wir eigentlich schon so gut wie alles. Ich weiß nicht, ob ich mir wirklich ein Pferd holen will. Mal schauen. So, Fasern brauche ich nicht, brauche ich nicht. Ich brauche bloß meinen Vorrat, damit ich mir immer was anpflanzen kann. Warum baut hier eigentlich kaum einer? Anfangs war es immer so... Doch, da. Man ist auf Ragnarok gekommen. Das erste, wo gebaut wurde, waren die Highlands, weil die so geil ausschauen. Und jetzt ist hier keine Sau mehr. Gute 1, 2 Tribes, die wurschteln hier noch rum. Aber sonst ist echt wenig geworden. Kartoffeln, Kartoffeln, Kartoffeln. Nehmen wir mal mit. Ja, nicht nur Kartoffeln. Machen wir nochmal ein paar Möhrchen. Da vorne, oder? Ja, da sind Möhren. Wunderbar. So. Karottensamen. Genau, das habe ich gewollt. Mit Karottensamen geht es dir besser im Leben. So. Machen wir mal ein bisschen durchfahren. So viel brauche ich eigentlich gar nicht. Außer, ich treffe jetzt doch auf ein Pferd. Oder kann ein Pferd übernehmen, weil irgendjemand auf dem Server nicht mehr drauf ist. Das ist auch ganz praktisch manchmal. Nee? Hallo? Cookie. Cookie, bist du auch nicht gerade weit? Er hat sein Strohhaus schon da stehen. Ich weiß, ich bin auch nicht gerade viel besser, aber bei mir ist es so, ich bin ja maximal eine Stunde am Tag da. Ne? Also eine Stunde am Tag. Dann geht das schon mal. So. Noch komm ich mit. Gönnen mir heute. So, jetzt reicht aber genug gegönnt.
Sonst heißt es wieder, oh, das, der Typ, die ganze Zeit nur am Rumfarmen. Da öffnet sich ein Tor. Man sieht das Tor schon, aber nicht, was da ist. Ich wollte eigentlich ein Pferd suchen, Mensch. Zumindest mal gucken. Bin mir so unentschlossen heute. Das ist wie, sorry, wenn ich das so sage, aber heute bin ich wie eine Frau. Total unentschlossen. Was mache ich nun? Was fange ich nun an? Wie viele Karotten habe ich denn? Das reicht. Na, kommt aufs Level an. Mit 26 Karotten. Da kann man eigentlich schon was starten. Was ist denn das da? Bist du ein Stein oder ein Lagerfeuer? Ein Lagerfeuer, was irgendjemand vergessen hat. Überall in der Pampa stellen sie ihr Zeug auf und räum's nicht weg. Freunde, alle, die auf den Servern sind, räumt bitte deinen Scheiß weg, wenn ihr irgendwas anfangt. Weil da steht dann da Ewigkeiten rum. Hallo, Schöppchen. Aber ich habe hier schon eins. Hallo, Schaf. Zweiziger Schaf. Warte mal ganz kurz. Wir füttern mal die Allosaurus. Oh, ich weiß, jetzt kommt der Tierquäler wieder durch. Ja, ja. War. Aber genau oben drauf. Das war wie eine Bombe abschmeißen gerade. Mach's gut, kleines Schaf. Ich habe das Schaf nur gerettet. Es hatte eigentlich eine, es hatte eine tödliche Krankheit. Sehen wir es mal so. Das Schaf war krank und ich habe es, den unten zum Fraß vorgeworfen. Pferde kann man leider nicht grabben. Das wäre jetzt ganz cool. Ich hoffe nicht, dass du da oben hochrennst. Du siehst, du bist ja schon halb tot. Was ist mit dir nicht in Ordnung? Guck mal. Da ist eine Kiste. Ich bin interessiert. Geht nicht. Jetzt kommt da hinten wieder so ein Dillo angekackt. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Er scheißt auch erstmal voll im Möhre los. Pferd, Pferd, Pferd. Wenn ein Pferd fährt, dann fährt das Pferd. Auch wenn es keine Räder hat. Oder wir nehmen so einen roten Trike hier. Gott, der ist ja nicht rot, der ist ja pinkrot. Du hast Level 20. Könnte ich mir eigentlich organisieren, aber wir gucken trotzdem mal nach dem Pferd. Das ist nämlich, das lässt sich besser handeln. Dann komme ich vielleicht auch lebend wieder zurück, weil auf dem Trike zurückreiten. Nee, das mache ich nicht. Nee. Das würde ich jetzt gar nicht erst probieren. Hallo, einsamer Trike. Wem gehörst du denn? Übernahme in einem Tag. Der war schon lange nicht mehr online, dem das Tier gehört. Hier muss doch irgendwo... Trampelt jeder nicht auf den Bergen rum? Hier muss doch irgendwo eins sein. Alter, ganz viele Schafe auf einem Fleck. Und mir wurde heute geschrieben, wir finden keine Schafe mehr. Guck dir das mal an. Das ist übelst das Wattebausch-Chaos da unten. Das Pferde finde ich nicht. Zumindest ist keine guten. Skorpion. Wenn ich jetzt hier ein Pferd besorge, ne? Dann rennt der definitiv in die Mentis rein. Ich verbrauche schon meine Karotten, indem ich nichts mache. Weil Karotten ja auch so schnell verfaulen. Und wer weiß, wo er die hinsteckt. Tja. Es ist in dem Sinne gemeint, pass auf, ich kapp hier nur die kleine Hose. Aber ein Haufen Karotten in der Tasche. Wo kommen die Karotten hin? Schreibt es mir in die Kommentare. Gut. Ne, nix da, ne? Kein ordentliches Hottehü da. Ich drehe jetzt mal vorne rechts ab. Da ist ein weißes Hottehü. Mit Allosaurus obendrauf. Ah, sieht aus wie ein Zebra. Das ist kacke, dass man ihn nicht grabben kann. Da unten ist noch eins. Ich hoffe natürlich nicht, dass die hochrennen. Ich will jetzt nicht das High-Level-Vieh haben. Also ein High-Level-End-Vieh. High-Level-End-Vieh, ja. Gutes Deutsch heute wieder. Sondern einfach irgendeins. Am besten mit einem niedrigen Level, dass ich nicht so lange... Oh, 95, nee. Dass ich nicht so lange da rumwurschtel. Kennst du ja. Willst du 150 haben, stopfst du den Vieh eine Karotte hinten rein. Und, sitzt du da Ewigkeiten da, um das Vieh zu zähmen. Da unten baut jemand.
Nee, nix. Nee, nix und gar nix. Die sind auch dabei. Leute, ich glaube, das wird halt nix mehr. Das ist hier... Ne? Ihr seht, hier ist tote Hose, ab und zu ein paar Petris da. Aber nichts, was man irgendwie gebrauchen könnte. Warum hast du denn jetzt nicht das 95er-Vieh mitgenommen? Alter, nee, mit Karotten, das dauert mir zu lange. Gott, ich glaube, ich bringe jetzt gleich die Samen zurück. So ein schöner Ort, keiner baut hier. Gut, der Sari baut immer hier. Wenn der Sari irgendwo unterwegs ist, dann ist immer hier. Machen wir jetzt zurück. War heute leider irgendwie ein Griff ins Klo. Gut, ich habe meine Karottensamen. Ich habe jetzt was fertig. Ich habe Tiere geschenkt bekommen, das habt ihr jetzt gesehen. Ich habe mein Gewächshaus teils fertig. Und, nein, du wärst ein Stein, aber du bist ja so wieder so ein Fusselvieh. Hey, Level 100. Ja, ich mache mich jetzt auf den Weg wieder nach Hause. Schmeiß das Schaf noch in irgendwelche Alus rein. Und mach erstmal Folgenpäuschen, geht morgen weiter. Sorry, dass es nicht allzu spannend war, aber... Habt ihr mal gesehen, was ich so den ganzen Tag hier... Was ich eigentlich hier mache. Macht zwar alles keinen Sinn, aber ich mache irgendwas. Und ich muss nachher noch ein bisschen farmen gehen. Da wollt ihr nicht zugucken. Gut. Dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Ne? Haut rein, macht's gut. Ciao.